So, nachdem wir eben so den Papst der bodenständig klassischen bayerischen Küche Johann Lafer hatten, habe ich mir jetzt den Che Guevara der bayerischen Kochtöpfe geholt, Florian Lechner. Florian Lechner hat mit seinem neuen Buch Die neue bayerische Küche ein bisschen Revolution in der Bratenpfanne betrieben. Kann man das so sagen? Ja, zeitgemäß. Ich koche die bayerische Küche, versuche sie zeitgemäß zu kochen. Ich sage ganz gern 2.0 dazu. Das hat er eben auch schon gemacht vor einer begeisterten Menge, und zwar einen Kaiserschmarrn. Haben wir jetzt auch da zum Probieren. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Wir haben da auch dreierlei Kompott zu. Mein Kameramann mal ins Bild holt. Was haben wir da? Preiselbeeren. Wir haben hier einmal die Preiselbeeren. Das sind schwedische Preiselbeeren, kaltgerührt. Apfelkompott vom Grafensteiner und hauseigene Zwetschgenröster. Schön. Probieren wir mal, was du uns Gutes gekocht hast. Schmeckt selbst kalt immer noch. Ja, jedenfalls. Die Zwetschgen haben bei mir auch noch ein bisschen Wärme. Das ist ganz schön. Die sie von dem Kaiserschmarrn genommen haben. So, das ist natürlich, liebe Zuschauer, etwas schwierig. Auch gestern bei dem Interview essen und interviewen gleichzeitig, aber es geht. Wie bist du auf die Idee gekommen, so dieses, ja, doch diese fast Gottheit bayerische Küche zu revolutionieren, neu zu machen, 2.0 draus zu machen? Ja, richtig. Ich bin seit 25 Jahren in der Gastronomie, seit 13 Jahren selbstständig, habe seit 12 Jahren eine Kochschule. Und die ganzen Teilnehmer haben mich eigentlich dazu gebracht, endlich mal ein Kochbuch zu schreiben. Ich versuche halt das als Gastronom zu erklären, aber auf dem Niveau eines Haushaltskochs, sodass man es wirklich nachvollziehen kann. Und ja, das ist jetzt ein gesammeltes Werk, wo wirklich diese ganzen Profigeheimnisse auch drinstehen, die wir in der Küche anwenden. Und ich habe einen Biergarten mit 600 Plätzen, zwei Restaurants, also insgesamt knapp 1000 Plätze bei mir. Und habe das alles sehr vereinfacht. Habe immer gesagt, ein Rezept ist dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Ich habe ja jetzt probiert, es zergeht ja wirklich wie Sahne auf der Zunge. Das ist ja fantastisch. Wie machst du das, dass es so zergeht? Langsames Braten. Respekt vorm Produkt, mit dem Umgang. Und dann das Ei, was ganz, ganz wichtig ist in der Küche, einfach mit Respekt behandeln. Und keine große Hitze schenken. Und das Ei immer zum Schluss unterheben. Nicht aufschlagen oder irgendwas, weil dann ist das Ei zerstört. Dann kann es nicht mehr aufgehen. Und so bleibt eben der Kaiserschmarrn sehr, sehr locker, wenn er ganz zum Schluss nicht ganz untergehoben ist. Also man sollte das Ei immer noch als Ei erkennen im Teig. Ist die neue bayerische Küche dein erstes Kochbuch? Es ist das zweite. Wir haben ein kleines probiert, ob wir zusammenarbeiten können. Haben festgestellt, das klappt. Und das ist jetzt eigentlich so mein großes Werk, und es folgen jetzt noch ein oder zwei andere Titel. Schön. Hat es denn Aufsehen erregt, dass man sich an die bayerische Küche ranwagt, so die klassische Domäne jeder niederbayerischen Hausfrau? Wahnsinnig viel positives Feedback, auch von Kollegen. Also gerade von Köchen, auch von großen Köchen, die alle gesagt haben, es ist ein richtig ehrliches Kochbuch, nachhaltig und ehrlich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das legen wir Ihnen gerne ans Herz und wünschen Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Kochen.